Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sabine von sabineskartendesign.de und ich möchte mit euch beziehungsweise euch heute mal zeigen, wie einfach diese Schüttelkarte geht. Das ist aus unserem neuen Jahreshauptkatalog und das Produktpaket heißt Blumen für die Jahreszeit oder für jede Jahreszeit. Darin enthalten ist dieses tolle Stempelset. Ihr seht da die verschiedenen Stempel für die Gläser, für kleine Vasen, dann die verschiedenen Blumenbouquets und die Stängel dazu. Und was ich absolut cool finde, es gibt dieses Mal eine Handstanze dazu. Das heißt, ihr braucht keine Big Shot oder keine Prägemaschine. Ihr könnt das, den Bereich, den ihr ausgestanzt haben müsst, für diese Schüttelkarte, für diese Art, damit eben diese, wie heißen die, Plastikkuppeln reinpassen. Die gibt es da natürlich dazu. Das sind diese Plastikkuppeln. Der ein oder andere kennt es vom letztjährigen Herbst-Winter-Katalog. Das sind so Kuppeln. Das finde ich ganz cool. Mit doppelseitigem Klebeband und die kann man wunderbar befüllen. Eben mit Perlen, mit Krimskram oder was auch immer. Man kann es auch mit Wasser befüllen. Aber das zeige ich euch ja mal wann anders. Und ich fand es halt cool, weil eben diese Handstanze dabei ist. Das heißt, ihr braucht eben, wie gesagt, nicht diese Big Shot oder diese Prägemaschine. Ihr könnt es auch mit dieser Handstanze machen und dann geht es echt ratzfatz. Wie das Ganze funktioniert, das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich habe jetzt da bei diesem Projekt, weiß nicht, ob man es erkennt, jetzt blende das Licht ein wenig, habe ich mit dem Blends gearbeitet. Das sind unsere Alkoholstifte. Hört sich komisch an, Alkoholstifte, also auf Alkohol basierende Stifte, da gibt es immer, die gibt es immer im Zweierpack, ein helles und ein dunkles. Aber nicht jeder hat ja diese Blends daheim oder möchte sich die gleich zulegen. Deswegen habe ich euch hier noch einmal was vorbereitet. Und zwar ist es jetzt auch koloriert. Und zwar mit dem Aqua Painter. Das ist dieser hier, das ist ein Wassertankpinsel. Da hinten habt ihr das Wasser dran, vorne habt ihr eine Spitze, da gibt es eine breite und eine dünne Spitze. Und damit könnt ihr jede Farbe, die, also von den Stempelkissen die Farbe aufnehmen. Das heißt, wenn ihr die Stempelkissen habt, ihr ja, denke ich, daheim. Und dann nimmt ihr die, drückt die so zusammen. Also da müsst ihr richtig gut drücken. So mache ich zumindest. Und dann habt ihr hier Farbe im Deckel. Und diese Farbe können Sie im Endeffekt mit dem Wassertankpinsel aufnehmen und je nachdem, wie viel Wasser ihr dazu tut oder nicht, desto heller und desto dunkler wird es. Und damit können Sie dann auch Motive ganz einfach aus- oder kolorieren, mit Farbe gestalten. Was ich euch aber empfehle, ist, bitte nehmt ein Aquarellpapier. Dann ist nicht so schlimm, wenn zu viel Wasser mal drauf ist und dann fängt es nicht so an zu bröseln. Also dafür Aquarellpapier und ich finde, es schaut auch toll aus. Und man kann da auch mit Schattierungen arbeiten. Sieht man jetzt ein wenig schlecht, glaube ich. Je nachdem, eben wenn man ein wenig mehr Farbe aufnimmt oder ein wenig weniger. Es ist natürlich nicht so wie mit den Blends, wo man das verblenden kann oder vermischen kann. Aber man kann durchaus mit dem auch was anfangen. Gut, nur damit ihr mal seht, was noch möglich ist. Und bei dieser Karte werde ich jetzt mit den Aquarellstiften kolorieren. Somit habt ihr mal jede Möglichkeit gesehen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich Babyblau-Karton habe ich unten drunter und ein Flüsterweiß drüber. Da werde ich das Ganze draufstempeln und stanzen. Und dann habe ich, das habe ich schon vorbereitet, auf so ein Fenster- oder Windradpapier. Man kann aber auch ein normales Laminierpapier nehmen, das einmal durch die Laminiermaschine ziehen, dann ist es ja auch fest. Und das werde ich im Endeffekt hier unten drunter legen und dann habe ich gleich ein blaues Glas, habe ich mir gedacht, das fände ich ganz lustig. Das probiere ich ja mal aus. Gut, als erstes stanze ich mir das jetzt einmal aus, damit ich weiß, wie, wo, was ich das habe. Also ich kann es weiter links, weiter rechts oder wie auch immer. Nur mal gucken, drüber stempeln. Ich mache es jetzt einmal mittig. Dann kann man da alles ausrichten danach. Das schaut gut aus. So, das hebt euch auf, das könnt ihr mal wieder für eine andere Karte nehmen. Wenn ihr keine Schüttelkarte macht, könnt ihr das bestempeln. Im Stemperatus geht es super. Und könnt ihr dann da im Endeffekt auch
noch ein Blumending drüber stempeln und müsst es nicht unbedingt der Schüttelkarte draus machen. Also ihr seht, es ist auch wieder so ein gewisser Mehrwert dabei. Das heißt, ihr müsst nicht nur Schüttelkarten machen, sondern ihr könnt es auch ganz normal machen oder auch hier einfach unten, was jetzt hier der Spruchetikett, fertig. Also ihr müsst auch nicht immer diese Vase dazu machen. Ich finde, das ist so ein tolles Bild alleine schon. Da braucht man auch nicht unbedingt die Vase unten drunter in die Ecke reinschaut. Das ist immer toll aus. Oder auch zum Beispiel, wenn man innen den Einleger, wo man was draufschreibt, kann man auch so eine Blume unten hinstellen. Dann schaut das auch schon wieder alles ganz nett aus und würde dann wieder zum Design vorne auf die Karte passen. Gut, jetzt machen wir als erstes so, dass wir das stempeln und kolorieren. Ich stempel das jetzt nicht in schwarz, das finde ich jetzt bei den Aquarellstiften fast ein bisschen zu hart. Ich mache das jetzt mit Savanne. Das ist so meine Farbe beim Kolorieren normalerweise. Und stempel das jetzt da so drauf. Warte kurz. Jawohl, super. Mache ich gleich sauber. Genau. Und jetzt werde ich das kolorieren, eben wie gesagt. Und zwar mit diesen Aquarellstiften. Die kann man natürlich auch wieder mit dem Wassertankpinsel, das heißt, wenn ihr Aquarellpapier nehmt, könnt ihr das im Endeffekt kolorieren und mit dem Aquarellpinsel oder mit dem Wassertankpinsel dann ein bisschen so verwischen, damit es nicht so nach Holzstift ausschaut. Alternativ könnt ihr euch auch gerne diesen Mischstift nehmen. Da kann man das dann auch ganz gut miteinander vermischen. Das zeige ich euch jetzt dann. Ich fange jetzt einmal an zum Kolorieren. Und danach zeige ich euch dann, wie man das im Endeffekt bei größeren Flächen dann so gestalten kann, dass man nicht diesen, Holzstift-Look hat. So, dann haben wir das so weiter mal koloriert. Und jetzt hole ich euch ja mal ein wenig näher her, in der Hoffnung, dass man es dann besser sieht. Also man sieht jetzt eigentlich schon eben diese Bleistiftstifte oder Bleistift-Look, Holzstift-Look. Und wenn ihr da jetzt im Endeffekt mit dem Mischstift drüber geht's, legt euch aber immer bitte ein Zewa nebenhin, weil ihr der nimmt ja wenn die Farbe auf und nach jedem Wechseln von der Farbe müsst ihr im Endeffekt euch dann den auswischen. Das heißt, ich nehme den jetzt und gehe da einfach so drüber. Und vielleicht seht ihr, ja, ihr seht es schon, Schatz. Das ist der Unterschied. Da sieht man noch den Stifte-Look und da ist es wirklich Aquarell-Look, fast. Und da gehe ich jetzt auch nochmal über alles ein wenig drüber, gerade bei den großen Flächen. Da sieht man das wirklich arg und macht wirklich einen Unterschied dann. Genau, dann habe ich das. Dann wische ich den aus, dass die Farbe rausgeht aus der Spitze. Und dann nehmen wir die hier noch. Also ich finde es auch eine tolle Sache. Schaut gut aus und geht echt fix. Genau, jetzt habe ich gesehen, mit da oben ein wenig schlecht koloriert. Und noch ein wenig was hin. Könnt ihr dann auch noch mal machen, eben danach noch so Feinheiten. Und dann gehe ich noch mal drüber. Man kann da auch leicht Schattierungen reinarbeiten, aber es ist natürlich nicht wie bei den Blends, ist ganz klar. Dann gehen wir im Gras auch ein wenig drüber. Genau,
Und da hinten was vergessen. Mama auch noch. Sag mal, das ist so krass. So. Genau. Und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Also es geht ratzi-fatzi. Und es finde ich ein schönes Ergebnis geworden. Ich zeige es euch nochmal vom Nahen. Also das ist, sieht man gar nicht mehr, dass das mit Art Holzstiften koloriert worden ist. Gut, dann nehme ich jetzt euch wieder zurück. Genau. Gut, dann haben wir das. So, jetzt machen wir als erstes die Plastikkuppel hin. Oder als nächstes machen wir die Plastikkuppel hin. Und zwar empfehle ich euch das, also ich tue mich leichter, indem ich es zuerst hier festmache. So überstreif und festmache. Genau. Dann haben wir ja gesagt, wollen wir das mit dem hier drüber kleben, dass es so durchschimmert mit der blauen Hintergrundkarte. Seht ihr das? Ja, genau. Das heißt, ich befülle das jetzt aber erst einmal. Und dazu gibt es auch diese passenden Schmucksteine. Mal aufpassen, dass ich das aufmache, ohne dass das gleich jetzt hinübergeht. Dann nehmt ihr euch ein paar. Ganz nach Geschmack. Ja. Genau, und dann... das habe ich mit Stayson bestempelt und habe das deswegen schon vorgearbeitet, weil es ein bisschen trocken muss. Ihr seht auch, es ist nicht so optimal geworden, der Stempelabdruck. Aber da wollte ich jetzt nicht nochmal drüber stempeln. Genau, so. Und dazu nehme ich jetzt ein doppelseitiges Klebeband und werde mir hier was drunter legen. Jetzt habe ich was vergessen. Ah, Mann. Gut, nee, passt alles. Was man jetzt noch machen könnte, ist, dass man vorher noch hier diese Stämme reinstempelt. Das habe ich jetzt vergessen. Das hätte man noch vorher machen können, bevor man die Plastikkuppel reinmacht. Jetzt muss so gehen. Gut. Das kann man machen. Okay. Gut, dann lege ich das da so drüber. Nehme mein doppelseitiges Klebeband. Und mache das so fest. Genau, und unten auch nochmal. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Was ist denn halt los? Da kann ich ja auch noch wegmachen. So. Gut peilen. Gut. Dann braucht es ja sogar nicht einmal das doppelseitige Klebeband. Machen wir wieder weg. Genau. Gut. Und dann schaut es so aus. Gut, wunderbar. Dann machen wir das jetzt da drauf. Und ich finde, es schaut cool aus mit dem Blau drunter. Ja, die Stängel fehlen jetzt, okay. Egal. So, jetzt ist mir doch noch was eingefallen, wie ich meine Stängel drunter kriege. Ich habe mir jetzt nochmal so ein Abfallpapier genommen, habe das ausgestanzt, habe das jetzt hier genau drüber gelegt, positioniert es auf meine Karte, so wie ich das gerne am Schluss haben möchte, halte sie oben ein wenig fest, gehe hier unten hin, dann nehme ich das andere Hals fest und dann habe ich das jetzt hier genau passend, nehme meine Stängel und stempel die noch rein. Sehr gut. Jetzt bin ich zufrieden.
Und jetzt schaut es gut aus. Genau. Da ist jetzt eine oben verfangen. Jetzt. Gut. Dann nehmen wir unseren Tombo. Und kleben das drauf. Genau. Super. Und schon ist sie fertig. Jetzt können sie noch, springt mich die Stempelfarbe an. Natürlich noch Glitzer drumherum machen und Spruch. Und bei mir bleibt die Karte jetzt einmal erst so, weil ich noch nicht weiß, was ich im Endeffekt oder für welche Gelegenheit ich das haben möchte. Es gibt auch ein dreierlei Bänder passend zu diesem Produktpaket. Und zwar einmal hier dieses blau-silberne. Das finde ich ganz toll. Das kann ich euch noch schnell zeigen. Da machen wir jetzt einmal schnell noch eine Schleife. Machen wir da schnell eine Schleife hin. Ich mache die immer sehr gerne mit diesen Glutots, mit diesen kleinen Mini-Klebepunkten fest. Das ist meine Lösung für fast alles. Für vieles, was festgemacht werden muss. Glutots. Und dann könnt ihr die da in der Mitte eigentlich so befestigen. Schaut das Ganze schon wieder ganz nett aus. Könnt ihr jetzt das auch noch unten mit Glutots im Endeffekt festmachen. Genau. So. Schaut doch gut aus. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und über ein Abo von meinem Kanal. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen oder ich konnte euch genauso gut für dieses Produktpaket begeistern, wie ich es bin. Also ich finde es toll und ich habe schon wahnsinnig viele Ideen im Kopf. Nicht nur eben als Schüttelkarte, sondern auch einfach nur hier als kleines Design am Eck unten oder einfach, um eine einfache Karte zu machen. Das heißt, Stempel drauf, kolorieren, Spruch, fertig. Man kann natürlich auch Paare, das, was man mal ausstanzt, zum Beispiel nehmen, bestempeln, auf die Karte tun, so dann im Endeffekt auf die Karte tun, mit 3D Dimensionals und oben auch wieder die Blumen drauf und kolorieren. Das Kolorieren habe ich euch auch kurz erklärt. Es gibt wirklich einfache Möglichkeiten, eben mit dem Wassertankpinsel. Das ist hier, da Stempelkissen habt ihr daheim, den Wassertankpinsel dazu und dann kann man kolorieren. Man kann es mit diesen Aquarellstiften machen und man kann es natürlich auch mit dem Blends kolorieren. Das sind die drei verschiedenen Sachen. Gut, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anschauen. Vielleicht schreibt es euch ja gleich auf die Wunschliste. Wer den neuen Katalog noch nicht hat, der meldet sich bitte bei mir, den schicke ich euch gerne zu. Es gibt weiter tolle Sachen. Ihr werdet jetzt auch noch das eine oder andere bestimmt von mir sehen. Tschüss!